Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu unserer dritten Folge Hearts of Iron für heute. Zur Eröffnung und natürlich auch als 200 Abonnenten Special gleich mal drei Folgen auf einmal, damit ihr nicht zu lange warten müsst, als Abendprogramm für den Dienstag haben wir heute. Wird es hochgeladen im halbstündlichen Takt. Wobei es ist ja die dritte Folge, das bringt euch eigentlich nichts mehr, wenn ihr es jetzt noch wisst. Gut, wir sind in Bulgarien und machen weiter in Highspeed. Wir wollen faschistisch werden. Die Diktatur der Sepps muss aufstehen. Hier nicht aufstehen, sondern aufleben. Zwischenfall. Bliblablub. Stopp. So, Baubemühungen sind fertig. Zwischenfall an der Marco Polo Brücke. Das wären interessante Zeiten. So, das können wir erst machen, den nächsten Forschungslot, wenn wir 50 Fabriken haben. Das erst, wenn wir faschistisch sind. Da das alles noch nicht so wirklich funktioniert, werden wir hier nochmal schnell ein bisschen was in die Armee investieren. Und anschließend weiter Fabriken erforschen. Also, wenn wir jetzt ein großes Reich spielen, ist das natürlich viel umfangreicher noch, aber ich dachte, wir lassen es mal ein bisschen kleiner, damit es auch verständlicher wird. Haben wir schon unseren neuen Panzer erforscht? Glaube schon, ne? Das heißt, wir können den auch gleich mal produzieren lassen. Panzer 2. Wir müssen 120 auffüllen. Ein bisschen ist weggegangen, aber nicht viel, weil es trotzdem ein leichter Panzer ist. Es ist nur eine modernere Stufe. Und erfüllt jetzt automatisch alles auf. Hier brauchen wir auch noch 109, hier noch 76. Und unsere Waffen sind vollständig. Super. Da brauchen wir ein starkes Plus, um Armee zu trainieren, beziehungsweise um Armee im Krieg weiter unterhalten zu können. So wie man halt einen gewissen Unterhalt hat, brauchen die Soldaten natürlich auch Waffen, um weiter schießen zu können. Dementsprechend ist es das sehr wichtig für uns. Und wir haben minus 5 Stahl. Was ich nicht so cool finde. Produktion. Aber wir haben ja noch ein paar Zivilfabriken bekommen mittlerweile. Das heißt, wir können hingehen und bei der Sowjetunion einfach ein bisschen mehr Stahl. Ist nicht so schlimm. Das ist klar. Aber wir brauchen das Stahl. Das ist das A und O im Krieg, Stahl. Den Rest haben wir im Überfluss, bis auf Wolfram. Doch sobald wir Griechenland erobert haben, wird Stahl kein Problem mehr für uns sein. Dann sind wir auch, was Wolfram und sowas angeht, relativ gut besetzt und dann können auch die Jugos nichts mehr gegen uns machen. Soweit, so gut. Stopp. Unser Funk ist fertig. Das Radar erforscht und der spanische Bürgerkrieg ist vorbei. Wir gucken auch gleich mal, wer gewonnen hat. Außerdem gucken wir hier, was wir hier weiter forschen können. Wir sind 37. Dementsprechend brauchen wir verbesserte Maschinenwerkzeuge. Gut, was macht Spanien? Spanien ist eine Republik. Okay, warum nicht Nationalist? Sekunde, wir müssen hier mal langsamer machen. Ich blicke gar nicht mehr durch. Details. Welcher Angriff? Bliblablub. Das brauchen wir auch nicht mehr. Landdoktrinen werden erforscht. Panzerbomben auch nicht. Flughafen. Einen taktischen Bomber. Der ist ja erst der Zwischenkriegsbomber. Das heißt, wir müssen nochmal eins weiter forschen, damit wir auch wirklich gute Bomber bekommen. Und wir haben eine Militärfabrik frei, die wir in unsere Panzer noch stecken. Öl haben wir genug. Nur Stahl fehlt uns. Gut, und was ist jetzt hier? Republikanisches Spanien. Was seid ihr? Kommunistisch. Interessant. Haben die Kommunisten gewonnen? So ein Scheiß. Aber gut, Spanien war eh immer schwach. Braucht man nicht. Deutschland, Italien und Rumänien werden reichen, um die Welt zu erobern. Und das wird natürlich jedes Mal ein bisschen anders sein, aber meistens gewinnen die Nationalisten.
Weil die, glaube ich, auch einfach mehr Ausrüstung haben im ersten Moment. Oh, Irak. Gleich mal Frieden stiften da unten. So. Das ist auch abgeschlossen. Ich verstehe nicht, warum er jetzt erstmal auf motorisiert ging. Ich wollte doch eigentlich nur die Armeebemühungen erforschen. Ach, das wird auf einen Schlag zusammen. Anscheinend erforscht, okay. Und da wir das jetzt haben, gehen wir weiter auf Militärfabriken, um uns hier weiter auszubauen. Wurde hier denn schon... Ah, wir produzieren schon Einheiten, da wir jetzt im Plus sind. Gut, gut, gut. Die dritte von unendlich wurde produziert und die fügen wir noch hier hinzu zur Verteidigungsarmee. Na? Sieben Divisionen. Das hier oben, Funst, Russland wird hier Truppen aufziehen, sobald ich faschistisch geworden bin. So wie alle anderen auch, weil sie das dann nicht so cool finden. Dann brauchen wir noch ziemlich viel Zeit, um auf den Kollegen hier Anspruch zu fungieren. Und erst dann wird hier wirklich was abgehen. Also ob wir es noch in dieser Folge erleben, ist fraglich. Aber ich werde mein Bestes geben. So, Produktion. Wir wollen natürlich Artillerie, Infanterie. Epische Musik. So, nur Landesverräter haben etwas zu befürchten. Faschistische Sturmdivisionen bilden sich. Nur Landesverräter haben etwas zu befürchten. Faschistisch, 5% dazu. Minus 5% nationaler Zusammenhalt. Aber wir haben mehr Soldatenanzahl. Und so weiter und so fort. Diese faschistische Angriffsdivision wird wahrscheinlich auch irgendwann mal weggehen. So. Was ist hier schon wieder? Hier wird jetzt gleich dann unsere Diktatur poppen. Wir sind schon bei 48%. So, faschistischer Staatsstreich. Um das Volk vor sich selbst zu schützen, braucht es einen starken Staat. Politischer Machtzuwachs und der Sepp ist an der Macht. Okay, es sieht ein bisschen anders aus als ich, aber ich bin an der Macht, damit das gleich mal klar ist. Und unsere Intensivierung hier brauchen wir. Da forschen wir jetzt mal. Das gibt uns dann auch die nötige Manpower, die wir brauchen, um weiter voranzukommen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier auch noch auf Artillerie, oder? Was haben wir? Flugzeuge. Das ist schon der Zwischenkriegsjäger noch. Das wollen wir natürlich nicht. Wir gehen mal noch auf Artillerie. Die nächste Fabrik wird dann wohl... Nächste Fabrik werden wir in Flugzeuge investieren. Dementsprechend, wir haben wieder nationalen Zusammenhalt bekommen. Zusätzlich ist die Schreckensherrschaft, politischer Machtzuwachs noch mehr als wir eh schon haben. Und die neutrale Außenpolitik ist noch da, wird aber bald verschwinden. Und Logistik, wir brauchen eigentlich noch mehr Artillerie. So, verbesserte Maschinenwerkzeuge. So, gibt die neutrale Außenpolitik aus für die Zukunft. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wir müssen hier weiter forschen. Wir haben 37 und wollen natürlich mehr Fabrikleistung haben. Und hier unsere Jäger sind auch gleich fertig. 4, 3, 2, 1, 0. Super. Wieder Pause gemacht. Und dann tun wir hier die nächste Produktionslinie aktivieren. Und zwar mehr Baugeschwindigkeit. Zack. Und wir haben freie Zivilfabriken. Haben wir denn jetzt hier irgendwas, was wir machen können? Nein, haben wir nicht. Wir können allerdings einen Radar bauen.
Am besten wahrscheinlich hier. Ein bisschen mal den Gegner abhorchen. Und wir haben noch Flakgeschütze, die wir machen können, aber das lassen wir mal hinten. Wir werden hier Landbefestigung schon mal anfangen zu bauen. Das wird dann hinten raus sehr wichtig werden. Und ansonsten brauchen wir erstmal nichts. Weiter geht's. Ah doch, wir wollen noch Ansprüche fungieren. Natürlich. Kriegsziel rechtfertigen. Erobern von Sofia. 210 Tage. 250 Tage, nein. So, Sofia soll erobert werden. Das ist unser Auftrag. Also ihr seht, es wird noch bis Ende 1938 dauern, dass wir den Krieg erklären können. Allerdings wird das hoffentlich ein Blitzkrieg werden. Was haben wir denn hier schon für Boni? Irgendwo sieht man doch, was für Bonis man schon hat. Genau. Durchschnittliche Stärke 100%. Organisation viel. Aber jetzt nicht, was ich durch an Bonus bekomme. Leider nicht. Aber ist egal. Sie sind stark, mächtig, reich. Was ist los? Komm. Ich brauche mehr politische Macht. Na, hier seht ihr, die kommen und wollen natürlich verhindern, dass so ein faschistisches Bulgarien hier irgendwas an den Grenzen anrichtet. Und wir werden hier weiter forschen, starten, um früher oder später Deutschland mehr zu gefallen. So, jetzt haben wir die letzte Forschung, die ich eigentlich haben möchte. Außerdem stimmt, dadurch, dass wir vorhin noch diplomatisch unterwegs waren, sind die Beziehungen verbessern nicht so vorteilhaft, weil wir mehr bezahlen, durch das wir unterschiedliche Meinungen haben, was die Regierung angeht. Außerdem werden wir hier jetzt erstmals unsere Wirtschaft ändern. Oh. Natürlich hat das jetzt wieder erstmal gekostet. Stopp. So, Kriegswirtschaft einführen. Punkt. Zack. Und ab geht's. Man sieht, das ist hier enorm gesteigert, wie schnell das hier hochflutscht. Wir haben kein Minus mehr, wir haben nur noch mehr Plus. Es wird jetzt hier im Sekundentakt wird das gebaut. Und wir haben 33% Weltspannung. Deutsches Reich hat nicht so viel gemacht, aber Sowjetunion, Freiwilligendivision entsendet, Krieg gegen China erklärt. Also Japan war bis jetzt der größte Aggressor anscheinend. Oh, taktischen Bomber möchte ich gerne erforschen. Und sobald eine neue Fabrik frei wird, möchte ich gerne unsere Jäger verbessern. 72 Stück an der Zahl. Das reicht vollkommen aus. Aber noch vor die Schiffe setzen. Öl und Aluminium haben wir noch übrig. Nur Stahl ist ein bisschen knapp. Noch wieder. Aber die U-Boote sind nicht so wichtig. Wir sehen ja, hier haben wir U-Boote. Wir können jetzt mal hier das zu unseren U1-Flotte machen. Und den zuteilen hier. Das ist Reparatur hoch. Und dann soll er nach eigenen Ermessen. Nein, er soll jetzt hier in dieser Region Konvois abfangen. Halten, jetzt reparieren, niemals reparieren. Wie kann ich dem denn... Ach, hier, wir selecten den mal. Wie kann ich dem denn jetzt Befehle geben? Hier oben, patrouillieren, suchen und vernichten, Konvoi. Und das am besten hier im Schwarzen Meer. Perfekt. Damit hier, die haben ja hier auch Meerzugang, falls die Unterstützung bekommen sollten von irgendjemanden, die Konvois abfangen, meine U-Boote. Dafür habe ich sie ja schließlich gebaut. Wären sie useless. Kommt, wir haben April. Wie lange dauert es noch, bis wir Krieg führen können?
Ideologie neutral, okay. Hier sehen wir es. Die Hälfte haben wir schon. Politikbemühungen. Nationaler Schwerpunkt. So, dann gehen wir hier weiter. Militaristisch kriegen wir 5% rekrutierbare Bevölkerung. Die Zukunft gehört Legionär Rumänien. So heißen wir jetzt übrigens, nachdem wir eine Diktatur geworden sind. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Weil das hier alles ein bisschen fix geht und schnell. Aber ich möchte euch ja noch ein bisschen was zeigen in den ersten drei Folgen. Danach geht es ja wieder langsamer. Und 39 ist ja eh der totale Krieg angesagt. Von dem her will ich da auch gar nichts hören. So, wir müssen unser Volk vorbereiten natürlich, das ist klar. So, und wir sind noch nicht 39, das heißt, wir können das noch nicht machen. Wir gucken mal, Infanterie. 38 sind wir schon, das ist natürlich extrem wichtig. Das erforschen wir. Infanterie ist unser A und O. Und das ist auch fertig. Das macht die Flak. Brauchen wir nicht. Oh, wir können wieder ein bisschen was bauen. Ich würde sagen, eine Militärfabrik und eine zivile Fabrik. Das ist ein guter Durchschnitt. 1-1. Bauwesen ist fertig. Natürlich auch wichtig. Ressourcenproduktion 10. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Wir wollen mal auf jeden Fall. Das ist erst 39 angesagt. Das ist auch erst 39 angesagt. Das wird erforscht. Ich würde gerne noch eine Militärpolizei haben für später. Und weiter geht's. Komm schon, wir brauchen Krieg. Krieg! So, Kommandoexperte. Angriff und Verteidigung der Infanterie erhöht. Und ihr seht, wir haben Militarismus abgeschlossen und wir haben jetzt 919.000 Mann. Das ist schon mal verdammt gut. Wir könnten das noch weiter erhöhen, indem wir jetzt vorhin in der Politik einfach gesagt hätten, hier statt Freiwillige begrenzt, umfangreich, nach Bedarf. Das ist natürlich 10% nochmal obendrauf, das ist heftig. Aber das gibt natürlich auch alles Minus bei der Ausbildung und sowas. Begrenzt ist, denke ich mal, das Beste, was man machen kann, so ohne Malus zu bekommen. Von dem her, unser Faschismus wird auch immer stärker. Wir machen weiter. Nationaler Schwerpunkt können wir wieder machen. Das forschen wir jetzt durch. Ich überziehe die Folge wahrscheinlich ein bisschen. Dass wir auch etwas vom Krieg sehen. Gut, unser Anspruch ist durch. Verfügbares Kriegsziel, Krieg erklären. Wir wollen ihn erobern. Und da wir keine Verbündeten haben, können wir natürlich auch keine Verbündeten rufen. Kriegserklärung wird 3% des Weltfriedens stören. Aber das juckt mich wenig. Und der Krieg ist erklärt. Wir werden hier die sofortigen... Oh, wir brauchen noch natürlich einen Kommandanten. Nachschubsbedarf und eigene Kampfbereitschaft. Bewegung, Angriff, Verteidigung. Machen wir hier den rein. Und bei der anderen Armee machen wir den Kommandanten rein. Und dann heißt es für euch hier... Schlachtplan durchführen. Das sieht aus wie der Daniel von den Paradox Let's Plays. Angriff für das rumänische Volk. Und wir machen mal hier auch ein bisschen langsamer. Holla. Geht schon gleich direkt voll ab. Der Panzer hier. Oh, wir haben schon welche verloren. Das ist natürlich nicht so gut.
Aber der Gegner natürlich auch. Details. Eigene verlorene Flugzeuge 0. Hier eigene verlorene Jäger 12 und der Gegner hat schon 17 verloren. Und dementsprechend werden wir das hier wahrscheinlich umändern. Ich habe auch noch Zwischenkriegsjäger, aber solange sie mehr verlieren als ich. Die hier wollen Freiwillige schicken. Das Problem ist, wenn ich das annehme, steigert das noch weiter hier den Unfrieden. Damit möchte ich das ablehnen, auch wenn ich euch sehr gerne mag. Freie Schiffswerften habe ich wieder, also mehr U-Boote produzieren. Ich habe Militärwerften. Das machen wir mal. Erfüllt, erfüllt. Artillerie haben wir. Panzer haben wir. Die leichten schon voll aufgefüllt. Das ist gut. Machen wir einfach mal hier noch rein. Wir befinden uns im Krieg, das ist mir bewusst, und wir machen weiter. Ihr seht, dadurch, dass wir lange geplant haben, diesen Eingriff, haben wir auch dementsprechend starke Möglichkeiten, den Gegner zu pushen. Und wir können natürlich auch den hier noch sagen. Ihr kriegt einen separaten Angriffsplan. Angriffslinie hier so. Na, und das kann ich jetzt auch jederzeit starten. Ich wollte jetzt halt nur nicht, dass zu viele über den Fluss gehen müssen. Und werde jetzt hier auch einfach sagen, go. Um das hier alles nochmal ein bisschen voranzutreiben. Und dann alles ein bisschen schneller. Damit wir in dieser Folge noch diesen Krieg gewinnen. Oder was ist hier denn los? Das finde ich aber nicht so lustig. Dass wir hier drüben gerade verlieren. Der Gegenangriff. Aber okay, die pushen halt da. Party hart. Party hart. Oh, da haben sie gegen gepusht. Aber das ist nicht so schlimm. Ist alles ein wenig unorganisiert bei mir. Wir haben eine große Frontlinie, die muss verteidigt werden natürlich auch. Weiß nicht, ob es das Schlauste war, so da jetzt das andere auch noch zu attackieren. Aber wir können das dann gleich alles. Ja, greift von hier an. Zwei Seiten natürlich. Jawohl. Der Gegner verliert gnadenlos. Jo, gestack-wiped, wunderbar. Wir machen jetzt alles hier mal Pause. Fügen alles dieser hinzu und die kriegt den Auftrag, diese Frontlinie zu bearbeiten. So, Angriff. Das heißt Angriff, erstmal Truppenverlegung. München Abkommen. Es gibt diesen Jahr doch keinen Krieg. Und sie rüsten sich für Schlimmes. Frankreich und Großbritannien kündigen Bündnis an. Gut, wenn sie das machen wollen, dann sollen sie das machen. Wir basteln so lange eine weitere Angriffslinie, um den Rest zu erobern. Warten kurz, bis die Organisation wieder steht, aber die sieht relativ gut aus. Und machen dann hier auf Angriff. Und dann kümmern wir uns hier um weitere Schwerpunkte. Ja, Ausbildungszeitarmee minus 10%. Das ist gut. Dich fügen wir mal hier oben hinzu. Falls Russland kommt, brauchen wir mehr Soldaten. Taktischer Bomber 2 ist fertig. Das finde ich super. Landdoktrinen werden noch erforscht. September haben wir aber noch nicht 39. Das heißt, wir warten hier noch ein wenig und werden hier mal noch das hier erforschen. Wir haben eine freie Militärfabrik. Bauen wir hier rein. Haben wir da denn schon die zweite Artillerie? Ne, die ist auch erst 39. Gut.
Ah, wir wollen noch eine Pack. Genau. Wir brauchen eine Pack. Perfekt. So, und die pumpen wir mal nach oben. Noch, ja, stärker als Panzer. Für Panzer gegen Panzer. So, wir brauchen 7 Wolfram und Stahl. Keine Vorlage. Ja, das ist klar. Produzier es erstmal auf Vorrat. Wir brauchen Stahl. Stahl. Nochmal eins dazu. Okay, und dieses Mal auch noch Wolfram, dass wir da gut produzieren können. Ich denke, wir nehmen mal Portugal. Eine Fabrik reicht vollkommen aus. Gut. Weiter geht's. Wir haben eh schon überzogen, aber diesen Krieg werden wir noch beenden. Gut, er hat aufgegeben. Wie sollte es auch anders sein? Die Übermacht Bulgariens hat ihn geflasht. Wir haben die Möglichkeit, erobern. Was ist das? Keine Ahnung. Marionettenstadt zu machen, wodurch er uns, nur uns gehorcht oder ihn halt komplett zu erobern, alle Regionen. Das erhöht die Weltspannung schon mehr als genug. Kostet 22 Punkte, weil er nicht wirklich gut ist. Runde beenden. Fertig. Gut. Alles klar, Weltspannung wurde wieder ein wenig erhöht. Wir machen mal kurz Pause, weil das für uns natürlich auch mehr oder weniger das Ende bedeutet. Ich werde jetzt hier nur noch schnell eine Rückzugslinie aufbasteln. So, damit die sich hier mal gleichmäßig verteilen. Und wir haben natürlich Sekunde. Da können wir nichts mehr großartig machen. Kommandoexperte, Spezialeinheiten, Bombardierung, Luftlandung, Armeeangriffsexperte nehmen wir mal, auch wenn es dafür jetzt schon fast zu spät ist. Nicht genügend Ressourcen, ja, das ist klar. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Gut, die nächste politische Macht geht da rein. Ich wollte nämlich eigentlich hier ändern, dass wir begrenzten Export haben, mehr für uns bleibt und nicht so viel rausgeballert wird. Und natürlich dann noch hier begrenzt müssen wir noch machen, dass wir noch mehr Mannstärke bekommen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Unser erster Krieg ist gewonnen. Nationalbul-Legionärs Bulgarien ist weiter gewachsen. Unser nächstes Ziel wird Griechenland sein. Und da können wir auch schon ein Kriegsziel rechtfertigen. Und zwar Thessalien möchte ich gerne haben. Benötigen 35 politische Macht. 130 Tage, das 190 Tage, das ist aber ein bisschen lang. Naja, müssen wir erst sowieso noch politische Macht sammeln. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Bis jetzt, Feedback bitte und welche Völker ihr noch sehen wollt, beziehungsweise Nationen. Wir sehen uns, hören uns morgen wieder. Da gibt es dann zwei Folgen auf die Augen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim selber Daddeln. Wenn ihr das Spiel habt, wenn ihr es noch nicht habt, kauft es euch. Es ist auf jeden Fall, wenn ihr Strategiefreunde seid, wenn ihr die Simulation von Krieg liebt, auf jeden Fall ein gutes Spiel für euch. Bis dahin bin ich erstmal raus. Euer Sepp. Ciao, ciao.